Hey Leute, ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Wir sind heute im Tryhard als Bard, denn wir sind hier im Prinzip, ja, wir sind eine All-In-Comp in dem Punkt, beziehungsweise Botlane. Ne? Mein Draven ist sehr confident, hat gemeint, ich soll was Offensives spielen. Ich hätte mich hier auch für einen Tank oder sowas entscheiden können, aber ich dachte mir, ja, na, muss nicht sein. Ich lebe auf einem Bard, da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Wir haben hier die Janna, mit der können wir nichts machen. Schade, schade, schade. Draven geht hier aber noch einen Tacken weiter für den Ward. Kann ich nachvollziehen. Ich bleib mal hier jetzt noch stehen. Wir können ja hier gerade auch noch eine Sekunde stehen. Ist ja im Prinzip kein Problem. Sie bleibt aber dennoch defensiv. Sie hat uns natürlich nicht gesehen, dass wir rausgegangen sind. Aber vielleicht geht sich da noch ein Auto-Attack raus. Ich weiß nicht. Aber möglicherweise. Nee, sie ist passiv. Sie ist passiv, sie ist passiv. Immer noch. Also die kommen nicht, da ist kein Wort drinnen. Aber, ja, was soll's. Dann gehen wir halt. Wir können ja hier über unsere Chimes relativ flotter noch zu der Sejuani rübergehen. Ist soweit kein Problem. Was ich bei Bard immer ganz gerne sage, guckt, dass ihr von hier oben euer Q setzt. Dann habt ihr praktisch eigentlich wirklich auf jeden Fall den Stun. Ich habe es bei Red Buff schon so oft erlebt und selber auch gemacht, dass man da den Stun missplayt. Und es ist natürlich Schaden, den der Jungler an dem Punkt nicht bekommt. Möchte man natürlich dann so haben. Gut, Botlane, wie sieht's aus? Wir haben einen Jhin mit Durans Schwert. Wir haben einen Supporter, wollte ich gerade sagen, der gestunt wurde, aber leider nein. Ja. Natürlich muss man gucken, dass man das einigermaßen hier gut macht, dass wir nicht zu viel Leben verlieren. Oh, ich dachte schon, die Granate, die kommt jetzt zu mir. Das wäre nicht so geil gewesen. So, einmal da einen Poke ran. Besser als gar nichts, sage ich jetzt mal. Besser als gar nichts. Wir wissen noch nicht, wo der Jungle ist, oder? Wir wissen noch nicht richtig, wo der Jungle ist. Gut. Bei ihr ist es halt auch der Flash. Das ist schon mal nicht bad. Die Ränke können wir nehmen. Ding müssen wir wieder ranpacken. Ich gucke immer so ein klein bisschen von der oberen Seite. Ihr merkt es schon, dass ich vielleicht so über den Winkel die Janna hier nochmal stunnen kann. Das wäre schön. Da, dieser hier zum Beispiel. Ich lasse jetzt Raven mal kurz seine Sachen da so, denn ich brauche ein kleines bisschen Mana. Bitte, bitte mach jetzt keinen Unfug. Bitte, 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 Draven. Du hast da noch einen hier stehen. Nimm den, wenn es ist. Danke. Mana-Probleme. Kurz Auto-Attack. Gratis. Können wir den noch eingeben? Nehmen wir lieber den Heal noch mit. Mit Ravenus. Ich habe keinen Mana gerade. Für nix. Die haben unten definitiv was umgestellt. Das ist halt so. Tja, so viel zu unserem Plan, dass wir hier All-In gehen. Also, dass wir so viel machen, wie nur irgendwie möglich. Gut. Den akzeptiere ich. Kannst den Heal nehmen, Draven. Kannst den Heal nehmen. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Warum nimmst du den nicht? Du bist doch... Du, oh Gott, Draven! Also, ich reg mich selten über was auf. Das wisst ihr, aber das da war gerade einfach nur dumm. Hey, ich hab ein bisschen Leben. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Mir geht's gut. So, Sechu braucht da ein bisschen lange gerade für alles. Schade. Was? Eieieiei, Draven, Draven, Draven. Na, wir gucken mal. Vielleicht Mitte geht da noch was. Ne, da gibt nix. Da mal kurz scouten, da ist auch nichts. Mana. Mana, Mana, Mana. Holen wir uns hier wieder ab. Wir haben gerade hier die Krabbe. Ich glaube, mein komplettes Movement hier war gerade absolut wasted. Absolut, absolut, absolut wasted. Wir lassen das mal noch hier einen Heal. Gut.
gehen jetzt hier erstmal noch auf ein paar Schüchen zu führen mit dem Mana Rack. Dann ein Portal hier an diese Ecke. Dann warte ich nochmal hier ein bisschen Gold. Kleines bisschen. Und hab's verkackt. Man kann sich natürlich, während man im Portal ist, hier noch Items kaufen. Aber halt zu langsam gewesen. Was will der Kha'Zix da in unserem Jungle? Da ist dann Vision. Nie so geil. Die Gegner haben auch nochmal hier die Möglichkeit in Betracht gezogen, zurückzuporten. Klar, warum auch nicht? Kann man machen. Ich setze jetzt mal ein klein bisschen mehr auf Level. Das heißt, ich bleibe mal noch ein klein bisschen bei den Raven. Guck, dass ich hier ja, die Erfahrungspunkte einfach mitnehme. So. Pressure haben ist was Nices. Ist was Nices. Na, schade. Schade. Setzen wir da einen Heal mal dahinter. Ich komme für die Auto-Attacks nicht ran. Ist das Trauriges? Das da zum einen? Okay, er ist nicht gestorben, aber. Oh Gott, im Himmel! Lasst mich leben! Ich pass nicht auf. Ah, ich pass nicht auf. Ich hätte nicht gedacht, dass der da Vision hat. Da die vorher nicht so weit vorne waren. Seht schon, komm runter. Komm runter, mach unseren Draven hier glücklich. Sie hat leider genug Mana für ein Schild. Das wird sie natürlich da auch auspacken. Ich habe den Flash gehört. Ja. Ich habe den Flash gehört. Seht schon, kommt auch nicht runter. Sad. Wir missplayen das da unten zu sehr. I played it really shit. Ja, Draven, ich auch. Also, Ding so ein klein bisschen beschwichtigen, ist ja gar nicht so dramatisch. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ich habe nämlich mich hier gerade auch nicht mit rumbekleckert. Karma. Tot. Nicht tot? Ja, Karma, das ist schön. Das ist schön, das nehmen wir mit. Kannst du mich in Ruhe lassen? Nein! Oh, Portal raus und der Kha'Zix rein. Ich wollte halt eigentlich nur meinen Schein da gerade haben. Disgusting. Oh, das wäre fast noch gut geworden. Eieieiei. Wir sind so behind. Wir sind einfach so behind. Das ist nicht mehr schön. Das ist nicht mehr schön. Nur 2-0 gegen 0-2. Gibt Schöneres. Aber ich denke mal, wir sollten das dann noch im weiteren Verlauf hinkriegen. Ich komme an die nicht mehr ran, oder? Ich komme an die vielleicht noch ran. Okay. Okay. Scheiße. Ganz einfach. Scheiße. Ah, noch ein Kill mehr auf dem Kha'Zix. Und ich habe halt wieder, ne, ich habe mir ein Buch gekauft. Ich hole mir einen Kill. Ich habe wieder nicht genug Geld für meine Mobi-Picks. Ich gehe jetzt mal hier rauf. Es ist halt nicht schön, dass ich immer nur so, ne, Ersatzkills noch bekomme. Irgendwelche 1 für 1 Trades, die sind zwar in unserer Situation normalerweise nicht schlecht. Na, 1 für 1 ist okay in vielen Fällen, wenn man behind ist. Großer Punkt, wenn man behind ist, aber... Naja,
Aber, wenn halt dann die Kills, diese 1 zu 1, an irgendwelche Jungler oder so gehen, dann ist das nicht mehr geil. Absolut nicht mehr geil. Ne? Ihr wisst schon. Trades sind fein, wenn man behind ist, aber nicht, wenn man praktisch das Ganze an den gegnerischen Jungler gibt. So. Kann man nicht so wirklich ran. Einfach scheiße. Oh Mann. Wir sind jetzt 7 Kills hinten. 6 Kills. Jetzt mal überlegen, was ist unsere Winning Condition? Mal kurz konzentrieren, wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Wir sind behind, wir haben einen guten Tank. Wir haben ein bisschen Utility, sage ich jetzt mal, in Teamfights. Das heißt dann im Endeffekt, ziemlich easy, wir stallen das so weit, dass wir mit CC was catchen können. Und ich vielleicht mit meiner Ultimate von den Gegnern her ein bisschen was draußen halte. Pack mein Ward einfach mal hier rüber. Ich habe gerade keine große Lust, dass ich... Ja, dass meine Dejana gerade diesen Ward bekommt. Und so können wir immerhin noch spotten, ob jemand bei unserem Blue Buff ist oder nicht. Da ist gewardet, okay. Gut zu wissen. 5 Kills hinten. Der Drache ist halt ein bisschen ein Problem. Ich habe ja schon gesagt, na, Jhin, der ist, glaube ich, jetzt halt tatsächlich durch das, was er jetzt hat, besser. Och, geil. Och, geil. Och, geil. Ein K6. 8-0. 8-2. 7-2. Ach geil, und ich habe wieder 500 Gold. Das ist so ungefähr the worst build ever. Mit wirklich den schlimmsten Item-Build überhaupt. Na, da geht doch was. Da geht doch was, das war doch gar nicht mal so schlecht. Auch das, ziemlich geil. Haben die noch Ulti? Nee, ist keine Ulti mehr vorhanden. Na, schade, schade. Da wurde ein bisschen zu viel investiert. Aber gut, viel investieren heißt nicht, dass das schlecht ist. Okay, eigentlich war es schlecht. Vom Draven. Ist halt jetzt die Ulti weg. Das ist nicht geil. Ich will den Chime da mitnehmen, aber ich kann es nicht. Hier gerade mit dem Auto-Attack-Move rangelaufen, falls die Janna sich überlegt, dass sie da kurz poken möchte, dass das eben nicht so durchkommt. Gibt es dann den Heal? Brauche ich nicht hochgehen. Gehen wir lieber raus. Da gehen wir raus, Portman-Back, nehmen endlich mal die Moby-Boots mit. Also wirklich, ich habe hier 850 Gold liegen gehabt, die so schlecht investiert waren. Das ist dramatisch. Dann kriegst du immer wieder mit 500 Gold in die Base. Da bist du nicht glücklich damit. Ich habe 5 von 20 auf meine Eyeball Collection. Ich habe 2 auf... Also im Prinzip... Im Prinzip könnte es von den Runen her schlechter sein. Muss natürlich nicht, aber es könnte schlechter sein. Relentless Hunters sind zumindest auch 2 Stacks da. Ich lasse jetzt halt hier mal den ein oder anderen Healpot, damit der Draven da hochgeheilt wird, wenn er dann das Bedürfnis danach verspürt. Wirklich Erfahrungspunkte brauche ich eigentlich nicht. Na, ich will aber noch zumindest mein Level 8 haben. Und da gehen wir auf die E. Da war nix. Okay, die Botlane ist irgendwo am Moven. Wo auch immer die gerade hinmoved. Wir sollten uns auch mal bewegen. Viel zu spät dran, prinzipiell. Aber ich bin auch schnell im Roam, so gesehen. Da mal noch ein Ward da lassen. Ich möchte da nicht überrascht werden, auch wenn K6 locker hier um die Ecke kommen kann. K6 unten. Okay.
Das Traurige ist, ich bin nicht so weit mit im Spiel, dass ich wirklich sagen kann, ich kann jetzt was forcen, ich kann meine Ultimate wohin werfen und damit dann die Lane in meiner Hand nehmen. Geht leider da nicht so ganz. Das Schöne, dass jetzt halt gerade die Botlane so inaktiv ist, warum auch immer, ist, dass ich hier ein bisschen mehr durch die Gegend roamen kann. Da, den dann mitnehmen, den da mitnehmen, dann den dann wieder mitnehmen. Ein bisschen meine Gems sammeln, ein bisschen hier die Power aufbauen. Wir sind natürlich ein klein bisschen auf Scaling bedacht, ne? Wir sind auf Scaling bedacht. Upp. Diesen Chime hier bekomme ich halt nicht. Da kann ich machen, was ich will, den kriege ich einfach nicht. Kha'Zix dürfte eigentlich jetzt schon so schnell unterwegs sein mit Moby Boots. Ich denke mal, der geht Moby Boots, dass der hier definitiv irgendwie was one-shotten kann. Und Jhin fehlt irgendwie. Das ist natürlich auch eine Taktik, ne? Wisst ihr? Klar. Jhin DC. Ja, zumindest die Wave sollte schon reingehen, auch wenn das jetzt gerade nicht so wirklich... Ne? Auch wenn es nicht so wirklich uns was bringt. Die Wave hier, seht ihr? Geht trotz allem tun. Jhin AFK. Tatsächlich, Jhin hat hier ein DC. Ich meine, das ist nur fair. Mir ist heute das Internet auch schon einmal weggebrochen. Na, Kha'Zix, wo gehst du hin? Geht hoch. Ich lasse mich hier mal nicht spotten. Eieieiei. No. Ach, dieser Flash. Ich hatte mir gerade gedacht, ich krieg vielleicht hier den Stun auf die Akali noch über das Minion. Das wäre ganz cool gewesen. Ja, der resettet, der wurde gerade von dem Draven noch getriggert. Und ja, Draven Ultimate. Boah, man kann halt echt von Glück reden, dass bei so einer Runde ein DC ist. Wir sind jetzt zumindest wieder im Spiel. Ja. Das war alles nicht nett und nicht cool und so, aber wir sind wieder im Spiel. Von dem her, Glück gehabt. Glück muss auch mal sein. Einmal hier hoch. Ich kann mir jetzt meine Cooldown Reduction leisten hier. Wie gesagt, die Utility überlasse ich hier eher der Karma. Die hat ja auch schon Affins. Die geht jetzt noch auf ein klein bisschen mehr AP. Also Schilde sind dann auf jeden Fall vorhanden. Starke, schöne, gute Schilde. Ich gehe später noch auf den Redemption. Einfach nur für den Heal. Für den Bonus Heal. So, hallo. Danke. Einfach nur für den Bonus Heal. Ja, hier kriegst du es dann. Brauchen wir das zwar nicht, aber nehmen wir einfach mal. So, und dann hier. Auch nochmal ein Stun. Ich mache inzwischen schon ganz gut Schaden. Danke dafür. Er hat's noch gesehen. Es wirkte gerade so, als würde er mich nicht sehen. Ich war natürlich komplett isoliert. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir den zuerst catchen können. Janna eben rausnehmen per Ultimate. Und... Assist? What? Und dann den Kha'Zix töten. Ich bin so... ich bin sowas von aus dem Spiel raus. Ich spiele auch nicht gut gerade. Ne? Es ist einfach, es läuft viel zu viel Clown Fiesta. Ich bin zu weit behind. Ich werde mit einer Combo rausgenommen von Kha'Zix. Ich müsste praktisch erstmal ein paar Deep Wards hinkriegen, um zu gucken, wo der Kha'Zix rumdirbt. Damit ich dann mich vor ihm in Acht nehmen kann. Ja, aber Wards, wie ihr seht, Deep Wards, die sind noch nicht vorhanden. Da ist gar nichts. Das hier ist eine dunkle Landschaft. Sehr dunkel. Da willst du nicht unbedingt hin. Da wird dir das Geld aus der Tasche gezogen. Ja. Da wird dir das Geld aus der Tasche gezogen. Hallo Kha'Zix.
fehlt halt tatsächlich der Schaden. Merkt ihr das? Wie hart das ist? Merkt ihr das, wie hart es ist, den zu töten? Krass, ne? Ich geh raus. War schön mit euch. Danke dafür. Uiuiuiui. Gestöpsel, Gestöpsel, Gestöpsel. Uiuiuiui. Was? War das gerade mit Shin Ultimate? Ach du Scheiße, er ist wieder da. No! Unser schlimmster Albtraum ist wieder da. Ja, da ist jetzt halt natürlich die Riven wesentlich schneller unten. Mal den Heal hier lassen. Obwohl, wir können da auch hochgehen, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Auch wenn jetzt hier praktisch das nicht nett ist, so ist es doch okay, das zu machen. Uff. Hallo Kha'Zix. Schade. Schade. Wir haben praktisch hier es gesehen und die Midlane, die kamen dann nicht dazu. Ich habe auch nichts gepinkt. Ne, gar nichts gepinkt an dem Punkt. Das war halt absolut auch unsere Schuld, dass wir das nicht gemacht haben. Man ist halt einfach so dahin. Ne? Man ist einfach so, dass man da praktisch was machen kann. Nimm die jetzt hier im Baron? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ja, die haben den Baron. Zack. Ah, Kha'Zix, du bist so geil. Ich hasse dich so sehr. Klar, wir haben gesehen, dass sie da kommen. Auf der anderen Seite hofft man ja auch, dass er einen nicht mit 3 Angriffen praktisch stört. Ah, Kali-Schaden war auch noch dabei. Vielleicht hätte ich es ohne das Ganze überlebt. Ich weiß es nicht. Na, wenigstens hätte ich die Ultimate rausbekommen, wäre ich ja noch lebend da aus der Situation rausgegangen. Aber so leider nicht. Wir haben halt keinen Scaling-Faktor. Das ist das Schlimme. Das ist wirklich das Ekelhafte. Wir scalen nicht wirklich gut. Draven ist Midgame stark, wenn er so ein klein bisschen snowballen kann. Dafür ist seine Passive auch gemacht. Jhin hat halt wesentlich mehr Skalierungen über seine Passive. Ja, über die Passive kriegt er tonnenweise an AD dazu und Movement Speed und alles Mögliche. Und ja, das hat unser Draven nicht. Schade. Schade, schade. Schade, schade. Ich habe den Stun hier nicht drauf gekriegt auf die beiden. Ein Stun auf Syndra und Janna hätte uns zumindest so viel Luft gegeben innerhalb des Fights, dass wir da ja fein gewesen wären, sage ich jetzt mal. Hey, Kha'Zix ist gestorben. Woo! Okay. Tryhard kann natürlich nicht immer gut laufen. Haben wir auch extrem schlecht gespielt hier in der Runde. Vielleicht hätte ich mich wirklich für Hard Engage entscheiden sollen. Ein bisschen mehr Hard Engage hier an der Stelle. In Form von Leona. Eigentlich hätte ich eine Leona nehmen sollen. Denke ich mir halt so hinterher. Hier eine Leona drauf. Und dann
wäre es vielleicht was geworden, sage ich mal. Was soll's, was soll's. Ich zeige euch mal noch die Punkte. Nee, du warst nicht nett. Du hast gar nichts gesagt. Ja, manchmal ist auch gar nichts sagen hier eine gute Option. Concluding Game. 25 Punkte. Naja, ne? Ist irgendwie fein. Ist irgendwie fein. Was? Er verliert Punkte? Ach ja, weil er AFK war. Er ist im Rank gewesen, er war AFK, verliert deswegen Punkte, obwohl er im gewinnenden Team war. Das fühlt sich scheiße an. Ich habe nur 16 Punkte verloren. Das ist ein bisschen Balsam auf die Seele. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.